Schneider, null, null, Schneider. Hi, ich bin Marty Fischer und heute zeige ich euch, wie man aus dem Mission Impossible Theme Song 5 andere Styles macht. Und das Ganze tue ich nicht ohne Grund, denn ab dem 13. Juli 2023 ist Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1 im Kino. Wenn ihr euch über Stab und Besetzung, also Crew und Cast, informieren möchtet, dann gibt's unten einen kleinen Link. Ansonsten geht in die Kinos, rennt den Leuten die Bude ein und schaut diesen neuen modernen Klassiker mit Tom Cruise und vielen mehr. Doch nun zum Musikalischen. Ich habe mir eine kleine Grafik vorgestellt, wo hier die Zeit ist und oben bis unten ist Intelligenzgrad. Unten ist hochintelligent, oben ist ganz doof. Das heißt, wir fangen ganz doof an mit Helge Schneider. Was eigentlich Quatsch ist, weil Helge Schneider ist sehr intelligent und deswegen kann er ja dumme Sachen machen. Na, 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 na. Wir beginnen mal mit dem Schlagzeug vorneweg, wie gehabt. Das Mission Impossible Theme ist ja denn, 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 denn. Also sind 5 Viertel. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und das Ding mache ich jetzt aber in 4 Viertel. Nee, ich mache es in 5 Viertel. Also, dann haben wir... Das ist ganz schön schnell. Ja, ja, so vielleicht. Okay, da. Das wird erstmal quantisiert. Also Hauptsache faul sein. Dim, dim, dim. Achso, nee, es sind Achtel. Die kriegen Swing. Ich mach das, glaube ich, mit der Kick und der Hi-Hat, sodass sie dann so dieses Dim, 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 dim. Ihr merkt so, das Schlagzeug ist so ein kleines bisschen rechts, dass jedes Instrument Platz hat für sich. Also, dass sich da nichts überschneidet. Ich möchte, dass sie alle vorher aber noch diesen Pat, 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 Pat. Dann müsste es da noch so ein bisschen Snare-Gekloppe geben. Sowas. Und das darf gerne ungeswingt sein, würde ich sagen. Ich habe es, glaube ich, bei dem Bamba-Video schon mal gesagt. Das verlinke ich euch mal hier oben im Eck. Da habe ich ja schon mal erzählt, dass Helge Schneiders Orgel über so eine Bassfußpedaltreter-Dingsdas verfügt, die mein Plugin mit der Orgel nicht hat. Deswegen muss ich das hier machen und das klingt immer so ganz raumig. Das hört man jetzt nur, wenn man Kopfhörer auf hat. Dann würde ich auch sagen, dass Helge Schneider einfach rigoros, wenn das Rumgeknalle fertig ist, sofort einsteigt mit der Melodie. Und jetzt brauche ich noch Buddy Casino an der Orgel. Wenn man sich dabei verspielt, ist es gar nicht schlimm, weil daher kommt ja der Sound. Ich sag's euch, es sind die Verspieler, die den Helge Schneider Sound so machen. Ich werde ja auch nicht groß was dran quantisieren. Und jetzt könnte man eigentlich so ein bisschen Take 5 darin verwursten. Als wäre das so, null, null, Schneider, null. Geil, natürlich. Ah, warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Ja, da war mir jetzt egal, was ich gespielt habe. Und jetzt sind wir schon soweit. Bevor ich jetzt singe, muss ich das Mikrofon wechseln, denn Helge Schneider würde, glaube ich, in diesen alten Studioaufnahmen niemals in so ein Kondensatormikrofon singen, sondern nur in ein dynamisches Mikrofon. Null, null, Schneider, null, null, Schneider, null, null, Schneider, null, null, Schneider. Na, 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 Das hätten wir geschafft. Jetzt kommt unser Lieblingsgenre. Hey, bist du nicht Marty Fischer? Ich finde, du solltest viel mehr in Country machen. Okay. Howdy! Hier nehme ich natürlich mal wieder mein Schlagzeug, denn dafür habe ich es ja. Als nächstes Bass und das wird dann einfach so ein Dumm, 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 Dumm. Ihr werdet schon sehen. Jetzt würde ich sagen, eine Begleitgitarre. Dafür die Tele. So, die geht erstmal mit dem Bass mit. So ein bisschen Altherrenrock. Die sind aber alle total unwichtig eigentlich, die Gitarren. Die geben nur so einen Teppich. Jetzt kommt nämlich die wichtigste. Und die mache ich natürlich mit der Stratocaster, denn an der Tele habe ich nicht
den Whammy. Tape Delay drauf. Hey! Scheiße. Okay, boah. Jetzt wäre übrigens ein guter Moment, um Abo zu nieren und das Glöckchen aktivieren. Jetzt klettern wir auf unserer Intelligenzskala ganz weit nach unten. Unten ist hochintelligent. Und da besuchen wir ihn hier. Das ist der kleine Tschaikowski. Und der wird mir jetzt dabei helfen, diesen nächsten Style zu arrangieren, weil es seiner ist. Und zwar werde ich jetzt versuchen, diesen Nussknacker-Tanz der Zuckerfee-Song nachzumachen. Es müssten ja Bässe und Celli sein, die ich da als erstes brauche. Diesmal aber nicht in E. Das Originalstück ist ja... Ja. Also das Stück ist sehr, sehr leise komponiert worden. Ich mache nicht die ganze Melodiebewegung von diesen Klimpi-Klimpis. Das würde viel zu lange dauern. Wir haben doch keine Zeit, ja? Celli, auch Pizzicato. Das könnte man theoretisch kopieren, wenn man faul ist. Oh, ja. Das ist ja gar nicht oktaviert. Und jetzt müsste Viola kommen. Man sagt im Deutschen auch das schöne Wort Bratsche. So, und jetzt müssen wir überlegen, wie jetzt das hier rüber geht in G-Moll. Und zu den Akkorden von Mission Impossible. Das ist jetzt noch die viel größere Aufgabe. Ich teile die Violas in zwei Sektionen. Die einen machen den hier. Die nächsten Violase machen das hier. Klingt auch ein bisschen wie bei Pastewka irgendwas, wenn er irgendeine Scheiße baut. Bei den Violinen hören wir jetzt wieder schön dieses... Aber rhythmisch halt ganz anders. So, was fehlt da noch? Richtig, das Glockenspiel. Es wieder aufwachen! Wir brauchen ein bisschen wieder Schwung in die Bude hier. Als erstes brauchen wir mal so eine schöne Kickdrum. Drum! Ich nehme jetzt eine Lindrum Kick, aber eine LM1 Snare. Ich bin so ein Fuchs. Was nimmt man denn da so? Oh, schön, ja. Oh, das wird super. Das wird super. Und jetzt kommt die LM1 Snare. Dann nehmen wir LM1 Hi-Hat. Ah, aber die Snare ist gerade so ein bisschen lahm. Ich glaube, ich muss sie ein bisschen... Und jetzt die Claps, aber ich möchte sie ein bisschen tiefer haben. Da drauf kommt jetzt eine 808 Clap. Wunderbar! Das Ganze kommt in einen Bus. Da brauche ich auf jeden Fall hier den Lexikon-Reverb. Die Claps müssen auch einen Reverb bekommen, aber einen gegateten. Jetzt gehen wir direkt für den Bass in den DX7 hinein. Ganz tolle Wurst. Ein Pad brauchen wir jetzt aus dem Emulator 2. Oder so Strings oder sowas. Aber ich glaube, wir... Ist das was? Irgendwie sowas. Zu gut, also da müsste man jetzt eigentlich schon so Miami Vice Charaktere so irgendwo in den Sonnenuntergang laufen sehen. Und natürlich Bastian Pastewka. Jetzt brauche ich was Perkussives und ich glaube, das ist hier in diesem Sculpture Synthesizer drin. Oder ich suche das hier oben mal so Ethereal Mallets.
Und als letztes, als Leadinstrument, der Fairlight CMI mit dem Preset Sarar. Und jetzt klettern wir auf unserem Blödigkeitsbarometer wieder ganz nach oben. Ja, jetzt gibt's ein bisschen auf die 12, beziehungsweise auf die 13, so krank wie wir hier werden. Erstmal brauche ich eine Kick mit ganz viel Reverb, damit das so richtig so boomig wird. Dazu natürlich so eine Hi-Hat, die immer auf und zu geht. Dann kriegt man schon Bock zu dancen. Ich weiß auch nicht, was es ist. Aber es funktioniert jedes Mal. Dann haben wir eine Snare. Da meine ich bei Scooter, besonders bei dem Döp, 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 so eine galoppierende Snare gehört zu haben. Ich glaube so. Ach so, habe ich nicht gesagt, ich brauche einen Hall? Oder zwei Helle? Jetzt zur Snare nochmal. Die muss auch in den Hall. Alles voll damit. Das muss so richtig nach Stadion klingen, so nach Arena. Eigentlich müsste hier noch so ein Ridebecken rein. Das muss natürlich hier durch so ein Sidechain-Feel gehen. Oh Gott, ist das furchtbar. Und jetzt widmen wir uns dem Bass. Da brauche ich auf jeden Fall so eine Square Wave. Sowas, genau. Und dann on top eine Sawtooth Wave. Und dann noch eine so als Oktave oben drüber. Ein Filter obendrauf. Mit vielleicht etwas mehr Bass, wenn es beliebt. Ja, das ist schon super. Das kommt jetzt da zwischengehackt. Ist das nicht schön? Könnte eigentlich noch so ein kleines bisschen. Und natürlich auch Hall. Der Bass braucht so ein kleines Glöckchen, so eine Orgel. Also ich finde. Nur noch irgendwie so in den Presets irgendwas finden. Das finde ich sehr gut. Jetzt braucht er noch irgendwie so einen on top. Ich glaube, ich weiß da schon, welchen ich nehme. Der hieß doch, glaube ich, Lead X. Okay, aber ein kleines bisschen anders eingestellt. Ja, so, das ist doch eher so Maria, Maria, I like it loud. So ein Ping-Pong-Delay brauche ich auch, aber nicht ganz so wired. Nice. Vielleicht können wir das hier auch so ein kleines bisschen noch. Yeah. Yeah. Ja, jetzt fehlt nur noch das Publikum. Ja, also das war ja mal so Hallo Ballett. Also vielen Dank an euch vor allen Dingen, also nicht nur fürs Zuschauen, sondern dass ihr schon so viele seid und dass ihr immer mehr werdet und es könnte auch noch mehr werden. Also danke, danke, danke an euch. Mein Team und ich, wir sind da gerade was am Vorbereiten. Das haben sich einige von euch, also viele, sehr viele von euch schon lange gewünscht und wenn ihr wissen wollt, was das genau ist, dann lohnt es sich jetzt zu abonnieren. Abonniert jetzt meinen Channel, liked das Video und schreibt, welcher Style euch am besten gefallen hat. Und geht natürlich ins Kino zu Mission Impossible. Bis dann.